Hey Leute und willkommen zur Episode Nummer 2 der Trainerkarriere. In der letzten Episode hatten wir rein tabellarisch gesehen keine sonderlich guten Entscheidungen getroffen, denn ich war ja so klug, die Spiele zu überspringen, die vier, die in der Transferphase stattfanden, damit die Episode halt gescheit hinbekommen, Was insofern dumm war, weil damit vier Spiele nicht gewonnen werden konnten, lediglich ein Unentschieden und somit stehen wir ganz am Ende der Tabelle nach vier Spielen mit nur einem Punkt, was natürlich sehr schlecht ist. Gegen Hoffenheim fing es auch alles andere als gut an. Elfmeter nach gerade einmal ein paar Minuten, nachdem Schwab hier relativ ungestüm rangeht. Jetzt also die Chance für Forlan hier zu treffen zum 1:0 für Hoffenheim und einen nächsten Tiefschlag uns zu verpassen. Oblak versucht ihn nervös zu machen, doch Forlan ist alt und erfahren. Wird er es machen? Forlan trifft. In die Mitte, ganz cool abgeschlossen, 1:0 für Hoffenheim nach 25 Minuten. Erste Chance des Spiels eigentlich und schon das erste Tor. Aber auch ich kam vors Tor. Maxim nach dem Pass von Carvalho setzt sich da durch. Maxim mit der Chance, aber gehalten von Tim Wiese, der komischerweise im Tor steht, der TSG Hoffenheim, was natürlich mehr als unrealistisch ist. Aber das brauche ich, glaube ich, keinem erzählen. Zur Pause gab es dann zwei Wechsel, weil es einfach nicht lief. Didavi und Traoré kamen rein und sollten etwas neuen Wind machen. Und es fing auch gleich gut an, 50. Maxim gehalten. Und dann nochmal der Versuch von Didavi per Kopf, aber wieder ist Wiese da, der ein gutes Spiel machte. Im Gegensatz zu echt, wo er kein Spiel macht. Janusai kam dann auch noch rein für Rojas in der 70. Und gleich nach diesem Wechsel gab es wieder Wind. Traoré in die Mitte, da ist Abdelaue. Aber gehalten von Wiese mal wieder. Nicht gut. So ging das Spiel leider auch aus. 0:1 endet es für die TSG aus Hoffenheim. Ein weiterer, ja wie schon gesagt, Tiefschlag für uns, ein weiteres Misserfolgserlebnis. Und weiterhin stehen wir am letzten Platz der Tabelle nach diesem Spiel, was eben nicht gut ist. 5 Spiele, ein Punkt, das ist eine ganz, ganz grottige Ausbeute. Und deshalb mussten wir zwingend im nächsten Spiel gegen Frankfurt gewinnen und mal zeigen, dass wir doch noch was können. Wir gingen in die Partie mit Ibisevic in der Startelf, also eine klare Änderung da gegenüber Abdelaue. Und es fing gleich gut an. Maxim wird gefoult, muss eigentlich Elfmeter geben. Gibt es nicht, aber weiterhin ich im Angriff. Ibisevic mit dem Schuss. Pfosten, da ist Maxim durch die Beine des Abwehrspielers ins Tor hinein. 1:0 durch Alexandro Maxim für den VfB Stuttgart. Nach 7 Minuten gerade mal die frühe Führung und das war enorm wichtig. Aber auch die Frankfurter mit Chancen. Meier setzt sich auf der Außenbahn durch. Schuss, aber Oblak ist da und macht sich ganz breit und pariert den Ball und wehrt zur Ecke ab. Die allerdings zum Glück ungefährlich war. Wieder Maxim dann in der 19. Minute. Maxim ist da durch. Schuss, wird wieder irgendwie umgehauen und wieder gibt es keinen Elfmeter. Also einen Elfmeter hätte es mindestens geben müssen. Es gab leider keinen. Joao Cancelo mit dem Schuss geblockt. Da ist wieder Ibisevic, der Goalscorer. Steht perfekt dank seines guten Positionings und seines guten Kopfballs und seines guten Abschlusses trifft er hier zum 2:0 gegen Frankfurt. Und das war enorm, enorm wichtig. Denn das brachte uns so ein bisschen Freiheiten. 45. Zur Halbzeit stand es also auch 2:0. Und direkt nach der Pause ging es weiter. Wieder Ibisevic. Nächste gute Chance, aber dieses Mal sehr gut pariert von Kevin Trapp, der da einen klasse Reflex hat und das Ding aus dem Eck fischt. Wieder ich dann. Traoré mit der Chance. Da muss ich eigentlich schießen, Bild dribbeln, was dann nicht ganz so gut klappt. Aber das saht ihr selbst. Meine Gegner allerdings auch noch gefährlich. Eigner. Aber da wartet er zu lange und somit kein Problem für Jan Oblak, der das Ding hält. Wieder Maxim dann, der ein super Spiel macht. Der setzt sich mit dem Job durch. Maxim mit dem Schuss. Am Tor vorbei, gute 1-2 Meter, aber dennoch sehr gefährlich in der 70. Minute und das Spiel immer noch nicht vorbei. 78. in der Mitte, da ist Maxim, Fallrückzieher und dann ist da Timo Werner und trifft. Schönes Kopfballtor von Werner, aber noch viel schöner natürlich die indirekte Vorbereitung von Maxim per Fallrückzieher an den Pfosten. Schön gemacht von ihm. Eigner auf der Außenbahn mit der Chance, Eigner, aber wieder ist Oblak da. Auch er mit einem richtig, richtig guten Spiel, hielt die 0 hinten fest und somit ging das Spiel 3:0 aus nach 90 Minuten. Traoré unter anderem. Machte wirklich ein gutes Spiel, wie ich finde. Und auch ansonsten Joao Cancelo, ein sehr guter Spieler, Rechtsverteidiger, kann eigentlich alles, ist schnell, defensiv ganz gut, kann sogar gute Schüsse, wie man gerade sehen konnte. Vor diesem 0:2 war das, glaube ich. Und von daher, auf jeden Fall ein gutes Team, das ich mir da zusammengebastelt habe. Dann ging es weiter ins nächste Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Ein klarer Pflichtsieg, Braunschweig in echt, ganz schwach meistens. Mittlerweile etwas besser drin, anfangs haben sie ganz katastrophal gespielt, aber mittlerweile geht sogar. Aber auch hier ist ein nicht wirklich gutes Team. Cancelo mit der ersten Chance, mit seinem schwachen linken Klasseschuss von ihm. Und weiterhin ich, Benzia, aber gut gehalten vom Torhüter im Tor. Der Braunschweiger, dessen Name mir gerade entfallen ist, weil es ein Neutransferierter ist, ein Brasilianer, wenn ich mich nicht recht irre. Benzia dann mit der Chance und dem Tor. Keine Chance für den Torhüter, super gemacht. Erst der schöne Pass von Maxim und dann drischt er das Ding da ansatzlos in die Maschen. 1:0, immer noch vor der Pause. Hughes mit der Chance, Hughes geblockt und da ist wieder Benzia. Aber dieses Mal scheiterte er am Torhüter und stand ohnehin im Abseits. Aber auch die Braunschweiger nach der Pause mal halbwegs gefährlich. Erster Torschuss der Partie für sie nach wirklich 60 Minuten erst und der wirklich nicht gut. Traoré dann auf der Außenbahn. Traoré! Traoré!
Was für ein Tor vom jungen Ivora. Vom Guinea. Ich glaube, der kommt aus Guinea. Richtig, richtig guter Schuss. Das kann er eigentlich gar nicht in echt. Wenn er in echt schießt, hat er. Der kann nicht schießen. Aber hier kann er es. Super Tor, 2-0 für ihn. Dann die Braunschweiger. Eigentlich alles geklärt. Weverton heißt er, genau. Was macht der denn da? Fehlpass zu Ibisevic. Und der trifft ganz souverän zum 3-0. Ibisevic gefällt mir überraschend gut, muss ich sagen. Obwohl er langsam ist. Aber auch langsame Spieler funktionieren in diesem Next-Gen-Gameplay, wie ich finde, wirklich, wirklich gut. Und deswegen zeigt er sich als sehr guter Stürmer. Ebenso wie William Carvalho, der ja sehr langsam ist. Den habe ich letzte Episode gekauft fürs ZDM. Und mir fiel nicht auf, wie langsam der eigentlich ist. Aber der ist ein extrem, extrem guter Spieler, obwohl er langsam ist. Der dominiert wirklich das Mittelfeld. Super Spieler. 3-0 geht es also aus. Klar verdient, wie ich finde. Denn wir waren einfach besser, muss man ganz klar erwähnen. Und somit verdiente 3 Punkte. Jetzt schon das zweite Spiel in Folge gewonnen. Dann ging es in die letzte Partie der heutigen Episode gegen Werder Bremen. Mit Ibisevic wieder im Sturm. Eigentlich alles beim Alten. Allerdings dieses Mal Traoré auf rechts, weil mir gegen Braunschweig dort sehr gut gefiel. Und Leitner auf links. Und gleich nach 1 Minute und 40 Sekunden. 39 Sekunden, um genau zu sein. Alexandru Maxim mit dem 1-0. Also viel schneller loslegen kann man eigentlich gar nicht. Ganz, ganz früh hier schon das 1-0. Und fast hätte es sich erhöht. Denn Ibisevic mit der Chance in der 10. Und die Latte rettet die Bremer. Und dann nochmal Hughes. Aber der Fall geht im Endeffekt leider verloren. Schade, schade. Aber auch die Bremer nicht ungefährlich. Gebre Selassie wird da gefoult von Leitner, der da sehr ungestüm rangeht. Kann man auf jeden Fall geben, diesen Elfmeter. Leitner geht da einfach zu ungeschickt ran, haut Gebre Selassie um durch sein unkluges Tackling. Hier nochmal zu sehen in dieser Wiederholung. Geht da nur in den Mann, trifft ihn. Er fliegt um. Klare Sache, Elfmeter. Hand also mit der Chance zum Ausgleich gegen Jan Oblak. Den letzten Elfmeter konnte er nicht parieren gegen Diego Forlan. Jetzt macht es ein weniger erfahrener, aber nichts, ja, auch nicht schlechter Spieler, nämlich Hand. Wird Oblak dieses Mal halten können? Hand trifft. Sehr, sehr guter Elfmeter rechts oben in den Knick. Nichts zu halten für den jungen Mann in meinem Tor. 1-1 Ausgleich in der 21. Minute. Dann aber direkt vom Anstoß an das Dribbling. Maxim setzt sich gegen einen durch. Setzt sich auch gegen den zweiten durch. Spielt dann auf Ibisevic. Der lässt sich da, ja, hält den Ball eine Weile. Spielt dann den perfekten Pass. Maxim mit der Chance. Maxim! Aber super gehalten von Militz. Ja, wirklich sehr guter Reflex. Und veraltet das 1-1. Dann Traoré. Das 1-2. Das 2-1 für mich. So rum jetzt. Traoré mit dem Schuss knapp vorbei leider. Vor der Pause nochmal. Ibisevic auf Traoré. Macht es diesmal besser als zuvor. Traoré. Ja, macht er. 2-1 für mich. 45. Ibrahima Traoré beweist sich immer mehr als wichtiger Spieler im Team. Schon gegen Braunschweig. Überragender Mann. Hier auch wieder richtig stark. 2-1 für uns. Nach der Pause dann William Carvalho. Der vorhin angesprochene Carvalho trifft. 3-1. ZDM Carvalho kann alles, was man können muss. Verteidigen, dribbeln, schießen. Außer Schnelligkeit hat er nicht, hat er alles. Aber Schnelligkeit ist, wie ich finde, nicht ganz so wichtig hier. Next-Gen, Offline-Gameplay und so. Ibisevic jedenfalls nochmal mit dem Tor. 60. Minute, 61. um genau zu sein. Mit dem 4-1. Und somit war eigentlich alles klar. In der 67. gab es dann Wechsel. Abdelau, Januzaj und Meier kamen für Leitner, Traoré und Ibisevic. Also ein Rundumwechsel mal wieder, der berühmte Dreierwechsel. Und gleich zur 80. Nochmal die Chance für Maxim, aber dieses Mal wieder Militz da, dem man hier an diesem Spiel keinen Vorwurf machen kann. Er hat wirklich gut gespielt und ist nicht verantwortlich für diese Niederlage, die Bremen erfährt. Dann die Ecke, Rüdiger mit dem Kopf, Pfosten ins Aus. Nochmal Glück für Bremen, aber im Endeffekt ändert es auch nichts mehr. 4-1 geht das Spiel aus für mich. Klarer Sieg, 3 Siege in Folge, das war auch enorm wichtig nach dieser, ja, nach diesen 5 Spielen am Anfang, wo ich nur einen Punkt nach 5 Spielen hatte. Jetzt also aus 3-9 insgesamt haben wir damit 10 Punkte nach 8 Spielen, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall eine nicht ganz so schlechte Ausgangslage, wie es zuvor war. Und ja, das war's von der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal dann wieder mit einer Fragen und Antwort und so weiter. Also stellt Fragen unter diesem Video für nächste Episode, wo ich dann das ganze Spiel zeige. Bis dahin und tschüss.